Exzellent. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren hier eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Ihr werdet sie mir beschaffen. Wir sollen Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtclubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram. Du warst schon immer viel zu schlau. Dir macht man nichts vor. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Aber die Feds haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Feds? Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam den Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Verstanden? Klar, Boss. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber wir gehen nicht drauf. Wahrscheinlich. Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten am Hafen. Scheiße. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja, Gewalt hilft hier nicht. Wir machen's mit Köpfchen. Wir klauen einen Zolllaster und sind drin. Gott, müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein, wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut, ich will keine Leiche loswerden müssen. Los, suchen wir nach einem Zolllaster unten bei den Docks. Alles klar, Tom? Ja, ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt? Der Boss hat einen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Ja. Ich habe am Hafen Sachen für den Auftrag versteckt. Geht zu Winnie, wenn ihr was Spezielles braucht. Ich brauche was hinter die Binde. Mann, Pauli, lass es doch mal einen Abend gut sein, bitte. Ja, Mann, hallo, ihr lieben Leute. Weiter geht's mit Mafia. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Los. Das scheint ein heikler Auftrag zu werden. Das wird lustig. Oh. Hör auf. Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst. Entschuldigung. Mir geht nur eine Menge durch den Kopf. Ach ja? Dachte, da oben wäre gar nicht so viel Platz. Macht euch ruhig tot. Glaubt wohl, ich hätte keine Pläne. Falsch gedacht. Ich hab große Pläne. Ach ja? Raus damit, woran arbeitest du? Tja, spiel mit dem Gedanken, eine Bank in der Stadt auszurauben. Eine Bank überfallen? Klar. Ich beobachte den Laden seit Monaten, hab alles genau geplant. Ich brauch nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten. Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns. Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf. Der Don wollte diese Zigarren haben. Ein Banküberfall segnet er nie ab.
Muss er ja nicht wissen. Oh. Du willst den Don hintergehen? Nein. Nicht wirklich. Wir können ihm ja nach dem Ding einen Teil abgeben. Er wird sauer sein. Aber nur, bis er seinen Anteil hat. Ich weiß nicht, Pauli. Ja, ich weiß auch nicht. Tu, was du willst. Ich werde nichts sagen. Ich habe dir viel zu verdanken, aber wenn Salieri herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest, landest du neben Morello. Keine Beute der Welt ist das wert. Er hat recht, Pauli. Frag den Don oder vergiss es. Ja, ist ja nur ein kleiner Traum. Wach auf. Wir sind da. Tom, du nimmst die Karre. Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot. Wir holen das restliche Zeug. Gut. Bist du bei der Sache? Ja, ernst wie ein Priester. Genau das habe ich befürchtet. Ah, mach dir keine Sorgen. Alles klar. Da scheint Pauli aber doch nicht so bei der Sache zu sein. Da kommen wieder direkt diese Maulwurf-Vibes bei mir hoch. Vielleicht ist da jemand anders, der ihm vielleicht den Traum ermöglicht. So gesehen. So, jetzt aber erstmal den Laster suchen. Ja gut, hier wird ja nicht sein, hier ist Sackgasse. Wäre schon zu leicht auch, ne? Direkt vor der Nase. Ja, aber das könnte echt ein Hinweis sein. So, er träumt davon, Banküberfall, und der weiß, glaube ich, schon selbst, dass der Don sagen würde, nee, lass mal, ist zu heiß, ne? Ich glaube, das ist ihm selber bewusst so. So. Polizei ist nicht weit weg, aber der zuckt jetzt mal nicht. Ich habe eigentlich gedrückt gehalten. Das Knacken, aber egal. Egal, solange es funktioniert, ist alles gut. Dann will ich nicht meckern. Mal gucken, wie. Weit ist das? Ach, Geschwindigkeitsbegrenzer. Okay, ist ziemlich nah. Quietscht die Karre wie Sau. Oh, da ist die Polizei wieder. Aber nur einer, alleine. Da. Ne, hier. Ja, natürlich jetzt schon doof, ne? Kurz vom Ziel, zack, direkt. Blaulicht im Rücken. Am besten. Naja, wenigstens machen sie nicht am helllichten Tag. Wäre extrem gescheit. Okay. Da vorne am Ziel ist direkt auch ein Polizist wieder. Da muss ich jetzt aufpassen. So unauffällig wie es geht eigentlich. Einfach nur. Also stinknormal reinfahren. Park dort drüben, Tom. Wo ist meine Uniform? Hä? Mehr haben wir nicht, Kumpel. Vorne haben nur zwei Platz. Du sitzt hinten. Lass dich aber nicht blicken, sonst gehen wir baden. Quatsch nicht. Ich weiß, was ich tun muss. Hm. Das erzählst du sicher allen Mädchen. Los! Wow, 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 wow. Los, Bewegung! Ist ja gut, ist ja gut.
Lucht. Gemütlich da hinten, Tom! Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Na gut. Mal hoffen, dass die recht behalten. Eure Papiere? Ach, Mist. Pete. Hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Was? Hier, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Hast du das gehört? Es wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit! Okay, Tom, das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren, kamen in einem Boot namens The Bohemia, angedockt am Dienstag, dem 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Alles klar. Kamerun, Bohemien, 23. Einfach merken. Hoffentlich bringt es mir was. Da ist schon der Erste. Ich würde sagen, in dem Fall einfach schleichen. Also wirklich pure Schleichen. Gar keinen Ausschalten am besten. Schätze ich mal. Die Feds schieben heute Nacht Überstunden. Ja, ich glaube, ich sehe schon, wo ich lang kann. Da vorne hinter dem Schild. Lost Heaven. Werden wir nie fertig. Auch nicht in der Woche. Dann wirst du für eine Woche bezahlt. Heul nicht. Im Schatten bleiben wir natürlich besser jetzt, ne? Aber okay, hier komme ich gut lang. Wird hoffentlich, wird wahrscheinlich nicht immer so gegeben sein. Die dunklen Ecken. Oh, der sieht mich fast. Hoffentlich hatte André keinen Ballermann dabei. Aber der hat mich auch noch nicht registriert. Das ist gut. Ach, ich verkacke immer den Konter. So viel zu kein Ausschalten. Direkt 3 Meter gelaufen. 2 K.O. Weil der Bereich ist so ziemlich abgeschottet, vor allem der liegt eigentlich ziemlich gut, der liegt auch ziemlich gut. Ich glaube, ich kann einfach direkt weiter. Die mit den Ausrufezeichen halt, die werden bestimmt die Ballermänner in der Hand haben. Ja, logisch, steht ja auch da, ne? Schüsse werden Alarm auslösen und dementsprechend hat der eine Typ dann halt ein Ausrufezeichen über sich. Alles klar. Zolldurchsuchungsanweisung. Howie, ich habe eine Zigarettenkiste aus der Lagerhalle genommen. Ich habe den Verdacht, dass einige der Cameroons, die wir von der Bohemia beschlagnahmt haben, verbergen könnten und nach wie suchen.
Geh ins Lagerhaus und kontrolliere die restlichen Kisten, wenn du da bist. Wir sehen uns morgen früh. Viel Glück. Ja. Kamerun, Bohemien, 23, hinterer Bereich. Aber wahrscheinlich da unten irgendwie, ne? Hinterer Bereich. Los, Leute, macht schneller. Und hier oben. Wenn wir mit den kleinen Kisten fertig sind, machen wir uns an die großen nebenan. Das Geld ist schätze ich mal. Aber diese Fans sind Arschlöcher. Ich habe sicher schon 100 Kisten überprüft. Aber ich glaube, ich werde den zum Beispiel lieber ausschalten. Wenn es denn geht. Weil Position ist kacke. Wo der steht. Wenn ich da runter muss. Sieht ja alles dann von oben. Notiz. Empire Bay Dream rum und versteuert Lagerort A1. Nelly unbekannte Maschine, Lagerort B2. Symbohemia Zigaretten und versteuert Lagerort D2. Okay. Da muss ich in D2 rein. Interessant. Da unten ist noch einer, der könnte Alarm auslösen. Ich muss dann nebenan rein. Was jetzt? Nee. Ach so. Nichts. Ach so, alles klar. Ich dachte schon. Überschlage ich mich schon wieder halb hier. Oh ja, geht noch. Ein paar Minuten geht noch auf jeden Fall, je nachdem, wie lange die Mission geht. Aktuell wäre es ja ganz günstig, so in zwei Parts aufzuteilen. Okay, der ist weg. Schnell weiter. Ah, der hat mich gesehen. Ich glaube, ich logge euch mal weiter hier hin, ne? Leute, weil ein Typ mich mit der Knarre sieht, wenn es schon zu spät ist. Ja. Besser ist das. Komm her, mach was. Ja, prügelt euch doch nicht so in die Mitte. Ja, fuck. Okay. Okay, okay. Die liegen. Die liegen gut. Da steht der Typ. Da hoch muss ich. Mal kurz den seine Marschroute beobachten. Jetzt könnte ich eigentlich. Ja, gut den Blickwinkel. Ja, ich schalte die einfach auf Nummer sicher aus. Sicher ist sicher. Den lege ich dann. Komm her, Kumpel. So ist aber, glaube ich, schlecht drum herum zu liegen. Legen wir mal. Ja, da ins Licht wahrscheinlich. Ah, da vorne. Wäre nicht schlecht. Hier so. Wer weiß. Okay, dann würde ich sagen, an der Stelle geht es im nächsten Part weiter. Teile ich die Mission diesmal wieder auf. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen, würde mich über Feedback freuen und ja, schönen Tag oder Abend dann noch. Bis dann. Tschüss.